Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und dieses nennt sich Lucius. Und hier in diesem Spiel geht es darum zu töten. Und dieses Spiel unterscheidet sich allerdings zu anderen Spielen, wo man töten muss. Denn hier tötet man als Kind. Und ich weiß, das klingt alles ziemlich, ziemlich krank. Aber ich bin mir sicher, dass es genau das Perfekte für uns ist. Bevor ich damit jetzt anfange, will ich nur sagen, dass ich mich extrem drauf freue, weil dieses Let's Play bzw. dieses Spiel wirklich, wirklich awesome ist. Und es ist auch sehr, sehr schwer in Deutschland nur erhältlich, wegen seiner Brutalität und wegen dem, was dort vorkommt. Wenn ich allerdings sagen würde, was da vorkommt, dann würde ich alles spoilern und das wollen wir ja nicht, denn Spoilern ist nicht gut. Lass uns einfach mal mit dem Spiel anfangen und nicht so viel erzählen. Los geht's! Ich habe dieses Spiel auch übrigens nur sehr, sehr schwer bekommen, weil es einfach so schwer erhältlich ist, aber... Aber okay. Juni 1972, kalt wie die Hölle. Ich liebe es immer, das so episch vorzulesen, irgendwie fühle ich mich dann auch immer so episch. Zeit, die Kerzen auszupusten. Denk dran, dir etwas zu wünschen, Schatz. Darf ich vorstellen, dass das es Lucius ist? Mein Junge. Oh. Sehr gut. Wie glücklich er die Kerzen auspustet. Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. Hast du das gesehen, Dad? Mann, werden die schnell groß. Ich wette, du erinnerst dich an meinen 6. Geburtstag, als wäre es gestern. So vorgestern. Mary, kannst du bitte aufräumen? Lucius kann dir mit dem Geschirr helfen. Er darf heute länger aufbleiben und mit seinen neuen Sachen spielen. Aber nicht länger als 10. Ja, Ma'am. Also ihr habt gehört, wir sind der kleine Lucius und wir sind 6 geworden. Mit diesem Alter habe ich noch mit dem Gameboy gespielt, also ich war ein ziemlicher Loser. Später am gleichen Abend. Ich hätte das machen sollen, was er gemacht hat. Definitiv. Und übrigens, sie sieht extrem aus wie eine Hexe. Und wen haben wir denn da? Das ist Lucius. Ist er nicht ein lieber Junge? Übrigens, er wird seine Mimik im ganzen Spiel nicht verändern. Er wird die ganze Zeit so aussehen. Er wird nicht einmal lachen, nicht einmal weinen. Und mit dieser Justin Bieber Frisur ist es das Kind, was man sich doch als Elternteil wünscht, oder nicht? Und wer das übrigens ist, werden wir auch später erfahren. Denn das ist ein ziemlich guter Bekannter von uns. Aber wir werden dazu später noch zukommen, damit ich ihn euch dann vorstellen kann, falls ihr ihn überhaupt kennenlernen wollt. Aber ich bin mir sicher. Gleich, Mama. Ich mache mich gleich Bett fertig. Ich habe noch was zu erledigen. Drücke Leertaste, um die HUD-Einführung zu starten. Ich weiß zwar nicht, was HUD heißt, aber HUD-Einführung. Aktuell ausgewählte Fähigkeit. In diesem Spiel hat man verschiedene Fähigkeiten. Wozu die da sind, werden wir später im späteren Spielverlauf auch noch klären. Allerdings will ich erstmal nichts dazu sagen, weil das noch ziemlich uninteressant ist, zumindest für den ersten Part. Denn ihr müsst einfach nur wissen, dass es hier ums Töten geht. Und ja, dann gibt es noch eine Machtstufe. Wozu die ist, werden wir dann auch noch sehen. Das werdet ihr noch alles erfahren. Um das Vorhängeschloss vom Tisch zu nehmen, drücke Maus 1. Nix leichter als das. Gib mir dieses scheiß Vorhängeschloss. Okay, es wird Zeit, euch unser erstes Opfer zu präsentieren, denn es ist diese Putzfrau hier. Und das machen wir, indem wir einfach die Tür schließen und einfach die Schloss jetzt anmachen. Der Kühlraum ist nicht kalt genug. Dann machen wir noch einfach kälter, indem wir an diesem kleinen Rädchen hier drehen. Oh ja, so bösartig. Dieser Junge ist übrigens extrem hässlich, aber er ist bösartig und mehr braucht man gar nicht im Leben. Na, merkst du, wie es kälter wird? Oh ja, diese Bösartigkeit, die dahinter steckt. Oh ja. Hallo, lass mich jemand raus. Diese Zeitlupe.
So episch. Dieser Junge ist echt der beste Junge, den ich jemals gesehen habe. Und wir werden uns einfach in unser Bettchen legen, denn wir wollen ja nicht, dass irgendwas auffällt, oder? Oh ja. Ich sehe diese Bösartigkeit in seinen Augen. Waren seine Augen ernsthaft gerade tot? Oh mein Gott, von diesem Gesicht werde ich heute Abend Albträume haben. Oh, sie ist eingeschlafen. Mein Beileid, aber während der Arbeit schläft man nicht ein. Hat dir das keiner beigebracht? Und sie schläft sogar mit offenen Augen. Auf jeden Fall. Oh ja, jetzt haben wir eine KD von 1 zu 0. Bösartig! Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Alles fing damals an mit der Geburt eines kleinen Kindes. Dante Manor war ein Ort voller Dunkelheit. Einiges kam zutage und anderes blieb verborgen. Ich wollte helfen. Hätte mich aber nicht so hineinziehen lassen dürfen. Doch wie die Dinge sich entwickeln, wenn wir erst einmal Teil des Geschehens sind... Ich kann nicht alles erklären. Für meinen Teil lehne ich die Verantwortung ab. Aber es ist da. Das Zeichen. Ein Zeichen, das ich hätte bemerken müssen. An seiner Quelle. Im Mittelpunkt von allem stand der Junge. Aber darauf werden wir nie kommen, hoffe ich zumindest. Denn wir sind nur ein kleiner Junge. Und ich frage mich ernsthaft, wann unsere Eltern dran sind. Also es klingt jetzt vielleicht extrem krank, was ich gerade gesagt habe. Aber herzlich willkommen zu Lucius. Denn hier sehen wir noch dieses Logo. Und was mich übel freuen würde, der bösartige Junge. Junge hätte noch darunter stehen müssen. So Lucius, der bösartige Junge. Ich finde das übel perfekt. Und wir stehen eines Abends auf. Und wir werden geweckt von einem Kumpel, den wir wahrscheinlich schon gesehen haben. Und den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Denn es ist... Lucius, da bist du ja. Und hier bin ich. Endlich. Von Angesicht zu Angesicht. Es ist in Ordnung, du kannst mir trauen. Du weißt, wer ich bin, oder? Eigentlich ja nicht. Ich möchte mit dir über deine Berufung sprechen, mein Junge. Jedes Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist einfach, Lucius. Du kannst deine Zukunft beeinflussen. Und ein Herr über alles werden. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Oh ja. Ich habe Sachen für mein Geburtstagskind. Dort auf dem Tisch. Vielen Dank, Meister. Öffne das Inventar durch Drücken von U. Hier haben wir das Inventar. Du wirst dieses Notizbuch brauchen. Es wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Wähle mit dem Mauszeiger einen Namen im Notizbuch aus. Mary. Gezeichnet. Das war unser erstes Opfer, falls ihr es nicht wusstet. Hausmädchen Mary. Mary macht den Kühlraum sauber, das haben wir schon erfahren. Ich habe auf dem Tisch ein Vorhangeschloss gefunden, das könnte nützlich sein. Haben wir auch schon gemacht. Mary ist erfroren. Ich sollte das Vorhangeschloss holen, damit mich niemand verdächtigt. Und das werden wir auch tun müssen, denn wir wollen ja nicht, dass der Detektiv am nächsten Tag irgendwie merkt, dass sich die Fingerabdrücke von uns auf dem Schloss befinden. Deswegen müssen wir das Schloss entfernen. Nur eine Taschenlampe. Sie wird dir helfen, nachts den Weg zu finden. Oh, vielen Dank, Meister. Nimm deine neuen Spielsachen und probier sie aus. Das sieht ultra falsch aus. Okay, auf jeden Fall können wir das Inventar öffnen. Lege die Batterie in die Taschenlampe ein durch das Drücken von Maus 2 auf der Batterie. Und dann drücke Maus 2 und du kannst mit dem Mausrad durch die Objekte schalten. Achso, das wusste ich gar nicht. Okay, und zwar können wir hier Maus 2 drücken und nochmal Maus 2 drücken und können Sachen kombinieren. Jetzt haben wir eine Taschenlampe mit einer Batterie drin und was rauskommt, ist eine Taschenlampe mit Licht. Du musst jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Es ist wichtig, dass du nicht erwischt wirst. Zieht euch mal den Schatten rein. Hier ist das Schloss noch an der Kühlraumtür.
Du musst das Vorhängeschloss holen, Lucius, und es verstecken, sodass niemand es findet. Ja, Meister. Wirst du entdeckt. Das wollen wir nicht, Meister. Mir, du willst nicht, dass das passiert. Nein. Geh jetzt, hol das Vorhängeschloss, bevor die Erwachsenen aufwachen. Dieser Schatten aber, richtig geil. Dieser Teufel, der mir die Befehle gibt. Okay, das, was wir jetzt quasi machen müssen, ist einfach dieses Schloss entfernen. Weil wir wollen ja nicht, dass irgendwie Verdacht auf uns geschoben wird. Deswegen stehen wir eines Abends auf und machen uns auf den Weg. Und was wir hier lustig machen können, und zwar können wir Sachen aufheben. Also es ist ziemlich interaktiv alles, denn wir können Schränke öffnen. Ups, das wollte ich nicht öffnen. So, wir können Schränke öffnen, in denen sich meistens sowieso nichts befindet. Aber YOLO. Wir können eigentlich quasi alles öffnen. Das vielleicht, nee, das nicht. Wir können viele, viele Sachen aufheben. Zum Beispiel diese Autos hier oder diesen Ball hier. Und naja, das, was wir machen können, ist halt die Sachen halten und wieder runterschmeißen, wie ein fröhliches Kind das nicht tun würde. Und deswegen gehen wir erstmal rausschalten und unsere Taschenlampe an. Und was es hier auch noch gibt, eine Karte, eine sehr, sehr präzise Karte, denn damit wissen wir ganz genau, wo wir lang müssen. Und ja, ihr seht, das ist sehr, sehr präzise. Und die Eltern sind anscheinend ziemlich reich und können sich dafür deswegen auch ziemlich viele Angestellte leisten. Und diese Angestellten, die müssen wir ermorden. So, deswegen gehen wir erstmal hier die Treppe runter, in die Küche und in den Kühlraum, denn wir müssen, wie schon eben erwähnt, dieses Schloss entfernen. Ich glaube, wir müssen da lang, falls mich das nicht täuscht. Das ist übrigens so das Wohnzimmer, wo wir näher drauf eingehen werden. Das sehen wir später noch. So, jetzt müssen wir hier dieses Schloss entfernen aus dieser Tür. Gib mir dieses Schloss. Aktualisierung im Notizbuch. Immer wenn wir irgendwas geschafft haben, können wir das Notizbuch aufmachen. Und, ja, ganz genau. Das, oh, ich werde stärker. Vor allem dieser Kreis, der sieht so bösartig aus. Am nächsten Morgen. Detective McGuffin, was haben wir hier? Sieht nach Herzinfarkt aus, Sir. Die Frau ist im Kühlraum zusammengebrochen. Grund ist wahrscheinlich der plötzliche Temperaturwechsel. Sie war Mitte 50. Typisch für Frauen ihres Alters. Haben Sie mit dem Hausbesitzer gesprochen? Nein, Sir. Sie erwarten Sie in der Küche. Ich vermisse ein bisschen den Untertitel, denn hier gibt es auch Untertitel. Die habe ich immer ziemlich gerne. So, weil manchmal ist es ziemlich undeutlich gesprochen. Bis jetzt geht's ja noch. Aber ich werde mich bemühen, die beim nächsten Mal anzuschalten. Wie kann so etwas geschehen, Detective? War das irgend so ein Anfall? Wir schauen's uns an. Aber es sieht aus wie ein Unglück. Bleiben Sie von der Küche fern. Das Personal soll uns nicht beim Aufräumen stören. Entspannen Sie sich. Lassen Sie wieder Alltag einkehren. Danke, Detective. Wir geben unser Bestes. Ich kann übrigens die Mutter gar nicht ab. Die war gerade, die habt ihr gerade gesehen. Ich mag die gar nicht. Das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine richtig sture Mutter. 12. Juni 1972. Rauchen tötet. War das nicht auch ultra mega cool vorgelesen? Und wir stehen wieder eines Morgens aus dem Bettchen auf. Das werdet ihr nicht das erste Mal sehen, dass wir morgens aufstehen. Und darf ich vorstellen, das ist unser nächstes Opfer. Oh yeah, ich bin so bösartig. Er gönnt sich. Hi, Gene. Gott sei Dank bist du hier. Es ist ein Chaos. Das könnte in einem Wahljahr wirklich negative Auswirkungen haben. Das ist Privatsache und ein unglücklicher Unfall. Die Presse hält sich da raus. Dafür habe ich gesorgt. Ich konnte immer auf dich zählen, Gene. Fühl dich wie zu Hause, ich muss noch was klären. Klingel nach Alistair, wenn du was brauchst. Lass dir Zeit dabei. So, das ist Gene, also der sich gerade was zu trinken eingegossen hat. Um erstmal zu gucken, wer überhaupt Gene ist. So nehmen wir unser Buch und gehen auf Gene. Vaters Kollege Gene, er besucht meinen Vater manchmal geschäftlich. Ich hasse es, wenn er im Esszimmer raucht. Ich bekomme dann Kopfschmerzen. Und wenn Lucius Kopfschmerzen bekommt, dann ist es alles andere als gut. Und damit verabschiede ich mich für
beim ersten Part. Wenn es dir gefallen hat, bitte vergesst nicht zu bewerten und zu kommentieren und abonniere jetzt meinen Kanal, um ein Snickers als Crew-Member zu werden. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1, ciao, ciao! Bösartig!